Ich begrüße Sie zu unserem ökumenischen Weihnachtsgruß. Mein Name ist Pfarrer Michael Müller, hier aus Hünfeld. Nach meinem Umzug hier in die Stadt vor gut einem Jahr habe ich in den letzten Wochen zum ersten Mal meine Krippe ausgepackt und wieder aufgestellt, die jetzt im Advent die Verkündigungsszene zeigt. Die Krippenfiguren waren gut verpackt, Zeitungspapier, Stücke aus Styropor haben sie gesichert, doch leider nicht gut genug. Zunächst war es mir gar nicht aufgefallen, aber plötzlich bemerkte ich, dass bei meinem Verkündigungsengel die Hand fehlte. Wie ärgerlich, dachte ich. Irgendwo wird sie schon sein. Ich machte mich auf die Suche. Ich habe alles ausgesucht. Jedes einzelne Stück Papier glatt gestrichen. Ich habe die Kisten rechts und links gemacht und den Boden abgesucht. Aber leider war die Hand nicht zu finden. Sie ist wohl dem Umzug zum Opfer gefallen, diese winzige kleine Hand dieses Engels, die bisher elegant nach oben zeigte. So steht er, der schöne Verkündigungsengel, jetzt in meiner Krippe, ohne seine Hand, vor der Gottesmutter, um ihr die Botschaft zu bringen. Die Erfahrung der Pandemie prägt auch dieses Weihnachtsfest. Wir spüren weltweit, wie dieses kleine Virus uns die Hände bindet. Viele sind erkrankt. Über 100.000 Menschen in unserem Land sind verstorben. Viele leiden unter den Folgen der Krankheit, gesundheitlich und wirtschaftlich. Die neue Mutation macht uns Sorgen. Hat denn das alles kein Ende? Wie wird es weitergehen? Der Evangelist Johannes schreibt ein großes Evangelium, auch in schwierigen Zeiten. Die Christen werden verfolgt. Viele haben für den Glauben ihr Leben hingegeben. In diese schwierigen Zeiten hinein sagt er seine Botschaft. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Ich glaube, wenn Gott Mensch wird, wenn sein Wort Fleisch wird, dann brauchen wir Hände, die nach oben zeigen, die hinweisen auf einen Gott, der sozusagen Hand und Fuß bekommen hat in unserer Welt, in Jesus Christus. Was für eine unglaubliche Botschaft, an die wir Christen glauben. Mein kleiner Engel mit seiner verlorenen Hand ist mir in diesem Jahr zum Symbol geworden. Er weist mich darauf hin, dass es Hände braucht, die in Liebe handeln. Gott sei Dank gibt es diese Hände. Hände, die helfen, die pflegen, die heilen, die forschen. Hände, die impfen. Gott sei Dank gibt es die Hände, die beten, die zusammenhalten, die Trost spenden und die segnen. Das sind für mich alles Hände, die nach oben weisen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Das feiern wir an Weihnachten. Er hat Hände bekommen, die Hände eines Menschen. Hände, durch die Gott Gutes tut, mitten unter uns, auch heute. Auch wenn wir das Händereichen fast verlernt haben, so reicht uns doch in diesem Kind von Bethlehem Gott seine Hand. Wir brauchen solche Hände, Hände, die nach oben weisen, Hände, die verbinden, Hände, die uns sagen, die Welt ist nicht verloren, weil Christus geboren ist, wie es in einem schönen Weihnachtslied heißt. Ich wünsche Ihnen und den Menschen,
die Ihnen an die Hand gegeben sind, ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das neue Jahr 2022. Die Weihnachtsgeschichte des Johannesevangeliums besteht nur in einem Satz. Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein Eingeborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Mich fasziniert dieser Satz, denn ich misstraue Worten, wenn sie nicht handlungsleitend sind. Im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, dass es Menschen gibt, die viel und gut reden, die schöne Formulierungen verwenden, höflich sind und nette Worte finden, aber dann sich doch ganz anders verhalten, als sie gesagt haben. So nutzt es ja auch meinen Kindern nichts, wenn sie Hilfe brauchen und ich ihnen verspreche, ihnen zu helfen und dann, wenn sie sie benötigen, im Stich lasse. Dennoch lieber mitten in der Nacht aufstehen und sein Kind irgendwo im Nirgendwo abholen. Gut wäre es natürlich, wenn ich empathischer wäre, liebevoller und nicht so missmutig. Aber das bin ich nachts nun mal nicht. Nicht nur ich. Viele von uns haben gelernt, bloßen Worten zu misstrauen. Wir wollen, dass Worten Taten folgen. Man nennt das Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist ein hartes Brot. Manche recht bittere Redensart spricht davon. So dein Wort in Gottes Ohr oder lasst Worten Taten folgen oder Butter bei die Fische. In diesen Aussagen kann man durch die Zeilen hindurch die Erkenntnis heraushören, dass Worte wertlos sind, wenn ihnen nicht Taten folgen. Und für mich bedeutet nichts anderes die Menschwerdung Gottes, die wir Christen Weihnachten feiern. Nichts anderes bedeutet Weihnachten. Die Zeit der Worte ist erfüllt. Gott lässt seinen Worten Taten folgen, damit wir Menschen ihn verstehen. Gott hat in Jesus Christus gehandelt. Und Gott handelt weiter durch Jesus Christus, durch die Predigt des Evangeliums, durch Menschen, die ihn bezeugen. In und durch Jesus Christus hat er diese Welt verändert. Er hat sie gerettet und uns Menschen neues Leben ermöglicht. Gott hat uns, seine Kinder, aus dem Nirgendwo der Sünde abgeholt. Nicht missmutig, sondern voller Liebe und Erbarmen. Das möchte ich von Gott lernen und es in Zukunft auch so machen, wie er. In Liebe handeln. Amen.